Ja, wir haben draußen 40 Grad. Ich bin im Bastelkeller. Hier ist es schön kühl. Und da kann man es aushalten. Macht es nicht so? Noch was zum letzten Video. Diese Top-Kamera hat ein gewisses Schärfeproblem. Es sind einfach Kameras mit einer Festschärfe und man kann die Schärfe nicht einstellen. Wenn ich hier dicht dran gehe, ist das, glaube ich, so noch scharf. Wenn ich zu dicht dran bin, was mir manchmal passiert, wird es unscharf. Aber ich glaube, so kann man die Lok noch erkennen. Und für Details werde ich mir hier noch eine dritte Kamera aufstellen. Dauert noch ein bisschen, aber Schritt für Schritt werden wir besser in diesen Videos. Mein Gott, ich probiere es auch nur aus. Kommen wir endlich zur Lok 3031. Ja, der Motor ist testweise eingebaut worden, ne, um zu sehen, ob die Lok es überhaupt noch tut. Und die ist nicht groß geölt worden. Sie braucht neue Haftreifen. Ich habe hier noch der Schleifer ist runter. Wenn ich jetzt wieder dicht dran gehe, ne, dann muss ich erstmal umschalten. Und wenn ich jetzt dicht dran gehe, seht ihr, glaube ich, ja, so sauber ist der Schleifer nicht mehr. Der Schleifer kommt also in Müll. Und ja, Haftreifen habe ich schon gesagt. Diesmal habe ich auch irgendwo, wenn ich es nicht verbummelt habe, hier ein Messer. Für den Tipp, ich mache es nicht immer mit dem Schraubenzieher, ne? Sondern ich durchtrenne das hier auch gerne mal mit dem Skalpell, den alten Haftreifen. Und dann kann man die alten Dinger auch, guck mal, wie bröselig der schon ist, runterziehen. Und der klebt hier noch fest. Und den anderen alten genauso. Es klebt. Seht ihr das? Mal so. Es klebt. Und um die Haftreifen neu aufziehen zu können, muss das Gestänge runter. Das werde ich tun. Aber erstmal, Lötkolben ist schon heiß, werden wir die Lok von ihrer Kabellage befreien. Ist ja schon wieder abgegangen. Traurig oder witzig, man weiß es nicht. Den Lot dran. So, haben wir das Gröbste ab. Die Drossel ist hier noch irgendwo dran. Das ist ja auch faszinierend hier. Ah, ach so, weil das Telex mit ausgebauten Telex-Sachen ist. Na gut, lassen wir sie da dran. Das stört ja nicht weiter. Dann bauen wir mal den Fahrtrichtungsumschalter aus.
Ah ja. Ah, dann kommen wir auch hier ran. War ich nochmal auf, aber ich glaube, es ist dann eine neue Drossel dabei. Hier hatten wir schon neue Kohlen eingesetzt, die nehme ich nochmal wieder raus. Und dann kann ich den Motor wieder aufschrauben. Tja, den tun wir ins Eisenbahnmuseum, falls wir sowas haben. Also, mal, der hat richtige Riefen. Dann weiß ich nicht, ob ich dieses Teil hier drin lassen soll. Das ist mir irgendwie zu ist mir das. Zu gefährlich. Wie wir das hinkriegen, dass wir das raus operieren können. Das irgendwie zu fassen kriege. Ein bisschen zusammenquetschen sollte gehen und danach. Plan ist, dass nach hinten auszuschieben. Das sitzt schon mal fest, das ist schon mal gut. Kann man es auch machen. Habe ich da was? Oder mit einem Dremel abflexen, das kann man natürlich. Wird sicher einigen von euch das Herz brechen. Aber so, einmal Schrott.
und raus den Hebel. Aber ich möchte nicht, dass da irgendwie so bewegliche Teile drin sind, die eventuell auf den Decoder kommen. Das ist alles. Beleuchtung als nächstes. Die werde ich durch LEDs ersetzen. Da kommen auch einfach diese Sockel ab hier. Da habe ich auch keine Gnade. Den Vorteil, dass wir mehr Platz im Gehäuse haben. Das ist meine Lok. Da kann ich das machen, wie ich will. Dann baue ich mal die Kupplung aus. Ja, und dann nehme ich das Gestänge raus, oder nicht? Ja, irgendwann muss ich ja ran für die Haftreifen. Also lieber zu Anfang. Passen, ja. 3,5 und schon. Ja, passt. Das Schöne an so einer Videoaufzeichnung ist ja, dass man dann anhand der Aufzeichnung gucken kann, wie das alles wieder zusammengehört. Aber besorgt euch auch die Explosionszeichnung. Märklin hat ja wirklich immer noch alles bei sich im Portal. Falls ihr die nicht mehr habt, die Originale, oder falls ihr halt wie ich hier so eine gebrauchte Lok habt, ohne Unterlagen, da kriegt ihr einiges noch. Nicht nur einiges, also die Explosionszeichnung gibt es auf jeden Fall. Ich habe da jetzt noch kein Modell gehabt, was ich nicht bei Märklin im Servicebereich gefunden habe. Und auch übrigens bei Roco nicht.
an. Hier ist irgendwas verbogen anscheinend. So. So, hier haben wir die Lok auf die Basis runtergerockt. Die lasse ich jetzt drin. Und räume mir erstmal ein bisschen auf. Damit ihr nichts verloren geht, nehme ich immer gerne diese kleinen Schnapsgläser. Habe ich ja schon mal gesagt. Und habt ihr mal gesehen, wo die rausgefallen sind? Ich glaube, die sind von den Kupplungen. Ich gucke nachher in die Explosionszeichnung. So, von dem Motor haben wir hier Schrauben, das Motorschild und den Feldmagneten, wie es so schön, also die Feldspule. Das packe ich mal in die grobe Teilekiste. Und dann neue Haftreifen. Neuer Schleifer. Hochleistungsmotor und ein passender Decoder, nämlich für Gleichstrommotoren, weil der Hochleistungsmotor ist dann ja ein Gleichstrommotor. Und was ich mir noch schon mal vorab besorgt habe, ich weiß nicht, ob sie hier schon zum Einsatz kommen werden, sind so Bicolor SMD LEDs und ja, wir schauen mal, das wird eine Lötorgie, auf jeden Fall habe ich das für die Umrüstung dieser Lok auf Beleuchtung schon mal besorgt. Habe ich so, glaube ich, 6 Euro bezahlt, inklusive Versand. Kriegt ihr auf eBay. Vielleicht, wenn die gut funktionieren, verlinke ich die euch demnächst mal. Gut, kommen wir zu den wichtigen Sachen. Das ist der, könnt ihr sehen, der 60943, passend halt für die 3031. Ich schlage sowas immer entweder bei Märklin nach und zur Kontrolle nochmal bei Märklin Sammlerinfos. Und ob das wirklich der Angabe entspricht. So, dann holen wir mal raus das gute Stück. Anleitung ist unten drin. Eine leere, okay. Eine Verpackungsorgie. Kann man aber immer noch prima als Scheiben benutzen. Wisst ihr alle, immer gut aufbewahren. Neue Kohle. Schrauben und Kohle, wenn ich das richtig sehe. Drosseln. Ein neuer Kollektor. Thank you.
Wie Sie sehen, passt der schon mal, was das Schönes. Motorschild und natürlich ein Festmagnet. Hört so rum. Muss in die Löcher passen. Der ist ein bisschen breiter als die alte Spule, ne? Wenn ich das richtig sehe. Seht mal, guck mal, die Spule ist halb so dick. Hängt aber gut fest. Sitzt. Und da müsste so drauf gehören. So, okay, den Kondensator biege ich mir ein bisschen zurecht. Lötpunkte sind da, Schrauben sind da. Wenn ich das so mal provisorisch draufsetze, müssen wir mal gucken. Ich glaube, da muss man dann... Naja, das sieht gut aus. Kontakt zum Gehäuse haben wir nicht. Dennoch werde ich, glaube ich, ein bisschen abkleben müssen, dass da auf jeden Fall keine Kontakte entstehen. Ja, soweit so gut. Nehmen wir wieder auseinander. Das nochmal schön in die Schachtel, weil es so bequem ist. Und Garantieurkunde, bibabo, bibabo, bla bla bla. Ist bestimmt auch irgendwie eine Garantie drauf. Und hier ist die allumfassende, riesige, große Gebrauchsanleitung. Das eine sind Schrumpfschläuche, wie ihr seht, Schrauben, pipapo, also wird eigentlich eingebaut wie ein normaler Motor auch. Neu sind diese anderen Kohlebürsten, die halt seitlich da reinkommen. So weit, so gut, so klar, ne? Dann fangen wir doch mal an, was wir letztes Mal nämlich nicht gemacht haben, das Getriebe erstmal nach der Reinigung zu schmieren. So, dann wollen wir mal an die Lok ran, ne? Könnt ihr das schön sehen? Ich glaube ja, das ist eine Detailaufnahme, wa? Ha! Also mal wieder hier mein Gearflon. Und damit schmieren wir jetzt erstmal das Getriebe. Allzu viel Fett braucht ihr dafür gar nicht. Wichtig ist halt, dass es modernes Fett ist und damit auch sehr harzfrei. So was sollte natürlich nicht passieren, wie ihr hier seht. Das solltet ihr schnellstmöglich wieder entfernen.
Wie ihr hier sehen könnt, ist ja noch ziemlich viel Dreck zwischen den in den Speichen. Da hilft was Spitzes wie so ein Instrument oder ein Zahnstocher, um da mal zwischen zu gehen und den Dreck da so rauszuholen. Wenn ihr so einen alten Teppichbahnerteil, so ein altes Teppichbahnerteil hier habt. Das kommt man so kaum dazwischen. Bei diese Räder auf dieser Seite mit den Zahnrädern auch nicht durchgehend sind. Da kriegt man ihn direkt dann später auch nur schwer wieder raus. Gut, wenn wir das hier einigermaßen sauber haben, da ist noch ein bisschen Schmierfett, das möchte ich da nicht haben. Dann können wir den Motor einbauen. Wie gehabt den Festmagneten. An den Kollektor mache ich auch noch ein bisschen Fett dran. Kollektor fettig das Zahnrad auch noch. Das war nicht so im Sinne des Erfinders. Ich setze ihn erstmal ohne den Magneten ein, das ist dann einfacher, das Fett einmal zu verteilen. So. Sitzt. Kollektor sitzt. Kommt das Motorschild drauf. Die Räder lassen sich drehen. Dreht sich auch. Sehr schön. Dann können wir das schon mal festschrauben.
Wichtig ist, dass ihr bei der anderen Schraube die Lötfahne mit ansetzt für den Entstörkondensator. Und dass ihr sie nicht irgendwie wegschmeißt, wo habe ich sie gelassen da. Ich versuche euch das einigermaßen in der Kamera zu zeigen. So. Die kommt hier rein. Wenn wir das soweit haben, kommen als nächstes die Bürsten. Ich zeige euch mal. Hier ist so ein Schlitz und der muss nach oben zeigen. So. Passt auch nur auf in eine Richtung rein, also dass der Schlitz halt senkrecht steht, wenn man nicht so ungeschickt ist wie ich. Ah. Und dann kann man hier die Feder nämlich drüber klemmen. Und da ich so der Typ bin, der immer gern testet, ob er alles richtig gemacht hat, habe ich hier eine Gleichstromquelle und schließe die einfach mal testweise an den Motor an. Seht ihr, er fährt vorwärts, wenn ich das umpol. Sieht alles gut aus. Ich habe hier allerdings ein Phänomen festgestellt, wenn ich diese Schraube, also ich ziehe die nicht mal richtig fest, sondern nur so, ja, fingerfest, sage ich mal, also nicht mal handfest, dass sie wirklich fest sitzt, dann geht hier nichts mehr. Und ich muss die so eine Viertelumdrehung wieder lösen. Dann lassen sich die Räder hier wieder drehen. Also irgendwie scheint er dann leicht hier den Motor zu verkanten. Jedenfalls dreht sich dann der Anker nicht. Müsst ihr bei euch halt auch mal drauf achten. Ist jetzt meiner Meinung nach hier irgendwie nicht schlimm, weil es sitzt hier fest. Tja, ist halt eine alte Lok. Vielleicht ist sie schon ein bisschen schief, keine Ahnung.
Soweit habe ich die neuen Drosseln schon mal am Motor dran. Der Decoder, den möchte ich hier so einbauen. Und habe hier die Motorkabel in Grau und Orange. Dann ziehe ich hier mal die Schutzkontakte drüber. Schon mal über die Kabel. Was ich habe, das habe ich. Ich hoffe mal, es sind Schrumpfschläuche. Ich weiß nicht, wie Märklin sich das vorstellt. Sonst nehme ich von mir Schrumpfschlauch. Den Decoder klebe ich mal auf der Rückseite ab. So. Sicher ist sicher. Und dann bauen wir mal, löten wir mal vorsichtig die Kabel an, ne? Das ist kein Schrumpfschlauch. Ja, könnt ihr das vor lauter Wurstfingern überhaupt noch sehen?
So, Rot geht hier runter zum Schleifer. Gucken wir, das ging ja irgendwo durch. Ich glaube, das war da. Ziemliche Fummelei, das Ganze. Den neuen Schleifer wollte ich jetzt noch nicht drunter setzen, weil ich hier noch ein bisschen dran arbeiten will. So, damit das einigermaßen drin bleibt. So, dann müssen wir noch die Masse anschließen. Ne? Das ist das braune Kabel. Das baue ich hier an die vorgesehene Fahne auch am Motor ran. Wenn ich so einen Tatter habe, dann treffe ich auch mal. So.
biege ich mir mal ein bisschen zurecht. So. Und sollte die Basis der Lokomotive schon mal funktionieren. Spendieren wir hier den neuen Schleifer für Testzwecke. Ich habe da schon mal provisorisch soweit dran. Die Lok ist nur mit Motor angeschlossen. Wir machen mal eine kleine Vorwärtsfahrt. Funktioniert. Rückwärts. Super, dann können wir ja weitermachen. Fürs Licht vorne und hinten habe ich schon mal hier diese Leuchtplatinen vorbereitet, also mit einer roten und einer warm-weißen LED und entsprechend auch für die Rückseite. Die warm-weiße ist mit dieser roten in Reihe geschaltet und diese warm-weiße ist mit dieser roten in Reihe geschaltet. Und ja, wenn die weiße also brennt, soll hier die rote brennen und umgekehrt, wenn diese weiße brennt, soll hier die rote brennen und die baue ich jetzt in die Lokomotive ein. Und ich habe hier schon eine Platine mit dem Widerstand vorbereitet, 750 Ohm, zur Absicherung der Beleuchtung. Das ist für so eine Lochstreifenplatine. Da kommt die muss ich hier so irgendwie einbauen. Mal schauen, die könnte ich hier so vorsetzen. Und dann löte ich da einmal den Rückleiter an, also Plus. Ich habe hier hinten die Magneten mit Kreppband abgeklebt, damit da kein unfreiwilliger Kontakt für die Platine steht, weil das wird ziemlich eng hier. Ich habe hier schon die blaue Litze für den Rückleiter angelötet und muss jetzt mal schauen. Na, seht ihr, es soll denn so dahinter sitzen. Ich habe die nochmal in Kreppband eingepackt zur Sicherheit. Heißklebepistole ist schon mal an. Zack.
jetzt hier hinten, sollte die Beleuchtung schon mal sitzen. Vorne dann genau dasselbe. Ja, und dann kann ich hier entsprechend die Rückleiter anlöten. Ich habe dann hier zur Sicherheit nochmal Krepppapier an die Wand vom Gehäuse geklebt. Die ist hier aus Zinkdruckguss, einfach nur da, wo der Motor hier Elektronik hat, dass da nichts passiert. Dann habe ich mal provisorisch das Gehäuse draufgesetzt und schalte mal das Licht ein. Leuchtet nach vorne, wenn ich auf rückwärts umschalte. Wird es rot. Und wir sehen uns die Rückseite an. Leuchtet rot. Und leuchtet weiß. Ein bisschen vorschieben. Na, das obere Licht ist nicht so das hellste. Na gut, das liegt am Lichtkörper. Das geht derzeit halt nicht besser. Kann ich mitleben.
Ja, das Gestänge wieder einbauen, das ist so ein kleines Geduldsspiel. Ich habe das auf der einen Seite mal jetzt in Ruhe ausbaldowert, wie das geht. Zunächst kommt halt die lange Pleuelstange ran. Wichtig ist, dass dieser lange Zapfen dann einigermaßen hinten steht. Da müsst ihr drauf achten, sonst kriegt ihr nämlich das filigrane Gestänge nachher schwer rein und auch schwer sortiert. Ladet euch auf jeden Fall die Explosionszeichnung runter. Das ist schon mal die halbe Miete, falls ihr nicht weiter wisst. Dann kommt dieses filigrane Gesumse hier. Zunächst einmal ist dieser Schieber da. Und diese beiden Spitzen, die dann da vorne durchlaufen. Ich hoffe, kann euch das zeigen. So, oh. Das ist die Stange, die so läuft. Dieser feine kommt nach hinten und die beiden gehören nach vorne und dieser Schieber, den müsst ihr hier so wieder drauf praktizieren. So, dass er hier auf der Schiene läuft. Kann man jetzt noch nicht so gut sehen, aber das soll so. Hier ist noch irgendwie was verdreht in diesem Gestänge. Sieht ihn nochmal runternehmen. Es ist auch leicht verkantet. Irgendwer hat da mal fest reingefasst und das so stark verbogen. Schlimm, schlimm. Das ist wirklich sehr, sehr filigran alles. So gehört das. Das schiebt ihr jetzt hier in die vorgesehenen Führungen rein an der Lok. Und dahinter die Führungsstangen. Das hier eine Rastung im Gehäuse. So, und dann kann man das da alles reinschieben. Und dann sichert ihr zunächst einmal den ganzen Kram hier oben wieder mit der Schraube. So, müsst ihr noch nicht ganz festschrauben, aber so, dass euch der Kram erstmal nicht mehr um die Ohren fliegt. Wichtig ist jetzt Folgendes: Das muss senkrecht stehen, das muss einigermaßen senkrecht stehen. Dann kommt
die Pleuelstange hier drauf und die kommt von oben hier dran. So. Und dann kommt da die Mutter drauf. So muss das. Ne? Das muss hier oben lang laufen. Auf der anderen Seite habe ich es genauso gemacht. Und dann geht sich der ganze Kram ziemlich gut aus. Jetzt könnt ihr die Schraube da oben auch festziehen. Und dann habt ihr das Gestänge hier drin. So, Gehäuse drauf. Und zuschrauben. Sieht wieder so aus, wie es soll. Dann können wir uns unten wieder daran machen. Nochmal den Schleifer ordentlich fixieren. So, dann können wir uns unten wieder dran machen, die Kupplung einzubauen. Die Kupplung ist auch recht tricky einzubauen. Hier ist ein kleiner Haken. Der wird hier ans Gehäuse in eine Führung eingeschoben. Dann kommt die Kupplung so drauf. Unterlegscheibe. Dann die Führungsfeder. Ja, das mit der Feder, die festzuschrauben. So, und auf dieser Seite nochmal dasselbe Spiel. Musste mal kurz unterbrechen, das ist ein wahnsinnig nerviges Gefummel. Ihr werdet eventuell ja selber leben, wenn ihr es selber macht. Aber ich habe die Schraube fixiert, so dass sie erstmal drin ist. Und kann sie jetzt festziehen. Ja, dann haben wir das gute Stück am Laufen. Die Lok ist digitalisiert, hat jetzt einen schönen Lichtwechsel und ein Hochleistungsmotor ist eingebaut. Noch Fragen dazu? Schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen runter. Ist auch okay. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch nicht verpasst, wenn das nächste Video online geht. In diesem Sinne, bis bald!